Das heißt, ich muss ihn 15 Mal blocken, ne? Um die 150 Punkte zu kriegen. Schon mal nicht geschafft. Eins. Alter, wie soll ich da so schnell hinkommen? Zwei. Boah, das kannst du ja mal voll knicken. Nee, da muss man warten. Nee, auch nicht. Ich dachte, ich hab's gerade raus, aber... Ne. Ne, keine Ahnung, sorry. Bin da nicht so gut drin. Ich weiß nicht, wie man das richtig schaffen soll. Also wie man ihn da komplett blocken kann, weil das mit dem Command klappt manchmal gar nicht. Weil zum Beispiel hier kommt das Command plötzlich gar nicht mehr. Ja, das sind nur 99 Punkte. Hey, you kept up pretty good there, Sora. Especially for a non-Tigger. Let's have another go. Ja, das Ganze machen wir dann jetzt nochmal. Oder auch nicht. Müssen wir jetzt jedes Mal raus und wieder rein, oder warum? Ja, wir gucken uns gleich die nächste Seite an, kein Problem. In der Mitte des Feldes bleiben, um Blickrichtung Felder, um die Wege kurz zu halten. Tigers Blickrichtung genau mitverfolgen, okay. Alles klar. Hat schon mal nicht funktioniert. Das auch nicht. Verdammt. Verdammt. Nein! Mich noch so nicht aufhalten kann, ne? Och. Ne. Auch wenn ich in die Mitte des Feldes gehe, taucht dieses zu spät, dieses Folgendings auf. Ne, das ist zu blöd. Das ist ein blödes Minispiel. Werde ich wohl nicht schaffen, Ability Schamane freizuspielen. Weil ich habe da keine Ahnung, wie man ihn da richtig blocken kann. Na, jetzt ist mal 10 gerettet, nur 80 Punkte gekriegt. Naja, das kennen wir ja schon. Gibt es denn da, wo ich auf der Seite gucke, gibt es denn da Tipps? Ich guck mal ganz kurz nach. Tiggers Block. Mal sehen, ob sie da was das drin haben. Also es gibt auf jeden Fall was. In der Mitte des Feldes bleiben. Was steht da auch drin? Tiggers Blickrichtung genau mitverfolgen. Dreht sich Tigger nach einem Sprung, wird er sicher eine neue Blickrichtung springen. Folgen so oft wie möglich benutzen. Durch einen Sprung im letzten Moment mehr Punkte kassieren. Okay. Bescheuert. Tigers Blickrichtung verfolgen, ja, das ist leichter gesagt als getan, weil seine Blickrichtung sagt mir ja trotzdem nicht. Ich zeige euch das mal kurz. Wenn Tigger jetzt hier steht und nach hier unten guckt, so nach da, sage ich mal, dann sagt mir das nicht, ob jetzt auf die oder die springt. Das ist Blödsinn mit der Blickrichtung. Das ist halt... Weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
So, er geht jetzt dahin. Viel zu schnell, Tigger, viel zu schnell. Ne. Kann man vergessen, das geht nicht. Ich guck jetzt schon darauf, wo er hinguckt. Ne, ich guck schon immer dahin und ich schaff's einfach nicht rechtzeitig. Die großen Sprünge, also wenn er wirklich von dem Anfang des Feldes bis zum Ende des nächsten Feldes springt, ich komme nicht hinterher. Dieses blöde Folgen klappt nicht, ich spam das die ganze Zeit. Ich drücke Dreieck wie so ein Besenkter auf dem Controller, es geht nicht. Und, ja, Tigger ist dann halt immer von A nach B. Also wenn er wirklich hier ist und springt hier hin, ich komme nicht hinterher mit Laufen. Das kann man da voll vergessen, das geht gar nicht. Blickt ihr in die Richtung, in die Tigger gerade springen will, wird die Option Folgen verfügbar. Hat nicht funktioniert. Kann man ja mal machen. Kann ich es ja nochmal zeigen. Ich kann ja Dreieck jetzt die ganze Zeit spammen. So, ja, ich würde es bitte nochmal versuchen. So, er blickt jetzt nach da. Ich habe Dreieck gedrückt und wie man es gesehen hat, hat es nicht funktioniert. Da, es ist die ganze Zeit das Fragezeichen da und ich drücke das Dreieck bis zum geht nicht mehr. Ist es halt, das ist totaler Blödsinn. Da, schon wieder. Da, ich drück Dreieck hier, könnt ihr hören. Wie oft ich das hier durchdrücke. Hier, ich halte es mal kurz ans Mikro, damit ihr das hört, dass ich hier die ganze Dreieck spamme. So, jetzt gehe ich wieder in die Mitte des Feldes, er guckt dahin, ich drück Dreieck, ja, jetzt hat es funktioniert. Das ist total bescheuert. Da schon wieder. Ich habe Dreieck gedrückt. Er hat schon die Richtung. Guck da. Ich gucke in die Richtung, wo er hinläuft. Kommt noch nicht mal Dreieck als angezeigt. Das ist doch... Das ist blödsinnig. Das... Nee. Müssen wir, glaube ich, auf das Ability-Schamane verzichten. Das klappt hier nicht so gut. Ich meine, die Tipps und so sind zwar schon gut und stimmen ja vielleicht auch, aber es... Geht nicht immer, wie man ja gerade gesehen hat. Ich blicke in die Richtung, wo er hinspringen will. Und es taucht meist nicht Folgen auf. Das ist halt ziemlich ungenau, dieser Tipp. Also ich probiere es jetzt noch einmal, indem ich versuche, auf dem letzten Moment das Blocken einzusetzen. Kann man Tigger vielleicht anvisieren? Ne. Das war jetzt blöd. Jetzt habe ich nämlich... Ne, das war blöd. Kann man auch nicht mehr abbrechen, ne? Ich blicke in die Richtung von Tigger. Ich kriege kein Dreiecksymbol. Danke. Ja, es ist ein bescheuertes Minispiel. Ab und zu klappt es mit dem Dreieck, aber wie man sieht, überwiegend klappt es überhaupt gar nicht. Da. Ich drück Dreieck, er rennt hin, aber blockt Tigger nicht. Das ist doch... Das richtige Blödsinn. Und so hinterherrennen bringt einem auch nichts. Ja. Ja.
Habe ich verstanden. Ich raff's nicht. Ich raff dieses System dahinter nicht, weil es einfach nicht funktioniert. Steht ja drin im Internet immer, wenn man in die Richtung blickt und die Tiger ist, dann taucht das auf, aber es stimmt nicht. Ich lese mir das gerade durch, Moment. Upsala, wollte ich gerade wieder zurück. Ja, die Tipps sind halt nicht wirklich hilfreich. Muss man ja mal sagen. Es klappt nicht so ganz, wie sie es da reinschreiben. Ach. Uns auch das Kommando manchmal verarscht, ne? Und uns ganz woanders hinsetzt. Jetzt haben wir 12 gerettet, aber wahrscheinlich nicht gereicht, ne? 13 und 156, wir haben es doch geschafft. Du brauchst auch nicht wirklich Schamane. Schamane, man steigert die MP und wir rufen, also nicht das Wichtigste. Also, ich glaube, wir haben es trotzdem jetzt geschafft. Ja, das haben wir schon beim ersten Mal verstanden. Oh, nee, er hat was anderes gesagt, ne? Ups. Ups. Er wollte jetzt irgendwie wahrscheinlich sagen, was passiert hier, ihr habt mich jetzt besiegt. Verdammt. Egal. Auf jeden Fall die 150 Mark haben wir jetzt geknackt. Sorry, jetzt habe ich das aus Versehen übersprungen. Hupala. War keine Absicht, ne? So, das hätten wir auch geschafft. Hier waren wir schon. Ja, genau, jetzt ist hier das nächste. Baum mit Schaukel, ne? Eine Schaukel hängt an einem strammen Baum. Hineinschau, na klar. Du, du. Schau mal, Po, da treibt etwas im Bach. Ich denke, du hast recht, Ferkel. Was könnte das sein? Oh nein, eine Wasserleiche. Das sieht aus wie IA. Hallo IA, falls du es bist. Hallo Pooh. Ja, ich bin's. Kannst du mich rausziehen, falls es nicht zu viele Umstände macht? Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Der arme IA. Oh, hallo, danke für deine Hilfe mit den Karotten. Ich will das Haus kaputt machen. Weil das Haus von IA muss immer kaputt gemacht werden. Das ist so in der Winnie-Pooh-Geschichte üblich. Oh mein Gott, die Wasserleiche lebt. Wo ist die Wasserleiche jetzt eigentlich? Ach, da vorne. Oh nein, IA.
Wie weit kann man hier eigentlich rausschwimmen? Oh. Ups. Tschüss, ihr. Viel Spaß im Wasser. Eieiei. Ah, nee, komm. Jetzt aber. Ja, ich rette dich. Hab dich. Danke, Pooh. Danke, andere Person. Als ich da herumtrieb, kam es mir so vor, als würde mir etwas fehlen. Und es fehlt mir immer noch. Ias Schwanz ist weg. Ist es das, was dir fehlt? Mal sehen. Ja, ich habe ihn schon wieder verloren. Wo ist er bloß hin? Es ist kein besonderer Schwanz, aber ich hänge an ihm. Aber ich wüsste nicht, warum jemand danach suchen sollte. Würden ihn sowieso nicht finden. Zora, warum suchen wir nicht alle nach Ias Schwanz? Etwas verloren? Ich hab den doch schon längst gesehen, ey. Ich weiß, wo der ist. Am schnellsten findet man etwas, wenn man von oben herabsieht. Eule, kannst du hochfliegen und uns helfen, Ias Schwanz zu finden? Tut mir leid, aber meine Augen sind nicht mehr die alten. Zu viel gelesen. Aber ich kann einen guten Rat geben, seht ihr? Und jetzt sagt euch das Spiel, wenn ihr zu viel lest, werden eure Augen schlecht. Was heißt das? Hört auf zu lesen. Aber ich kann einen guten Rat geben. Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Siehst du die Schaukel da oben? Bringe Pooh dahin. Du bist etwas zu groß für die Schaukel, aber Pooh passt genau darauf. Wenn ihr da seid, erzähle ich euch mehr. Ich hab den Schwanz schon längst gefunden. Da. Da drin ist er. Da. Ja, lass uns dich aus Wald suchen. Na gut. Du. Ach ja, muss der Pooh an die Hand nehmen. Komm, Pooh, lass uns gemeinsam zur Schaukel gehen. Pooh? Hä? Pooh wird dir folgen. Ach so. Stimmt, so war das ja. So was Bescheuertes. Es ist total doof. Aber egal, wir machen es trotzdem. Lü, lü, lü. Dum, dum, dum. Ja, Winnie-Pooh ist nicht der schnellste. Muss man sich halt dran gewöhnen. Los, Pooh, hier bin ich. Go, go. Go, Pooh. Tops, 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 tops. Schubenbab. Puhbär, hier bin ich. Mach hinne. Ich glaube, das war nicht so schwer, soweit ich das gut in Erinnerung habe. Ich muss nur noch mal herausfinden, wie das geht. Wenn ich aber den Dreh raus habe, dann geht's. Der Shadow kann ja mal derweil sagen, wie viele Punkte man hier braucht. Würde mich interessieren. Ja, du musst Folgendes tun. Moment, erstmal muss ich was anderes Folgendes tun. So, mein Bildschirm wieder zurechtrücken. So. Mach dich bereit zum Anschubsen. Wie? So. So? Drücke R1, drücke dann R1 und schubst Pooh an. Drücke R1. Gut so. Prima, jetzt kommt der nächste Schritt. Drücke R1, bevor Pooh unten ankommt. Wenn dein Timing richtig ist, wird Pooh höher und höher schwingen. Probier's mal. Ich helfe dir beim Timing. Drücke R1, wenn ich meine Flügel ausbreite. Wenn du zu früh drückst, schwingt Pooh nicht höher.
zu spät und er schwingt zu hoch. Ja, Poolschaukel. Drücke 1 im richtigen Moment, um Pool ganz hoch zu schaukeln. Miau. 50 Meter ist das Maximum, aber auf der Seite steht nicht, wie viel man erreichen muss. Okay. Der kommt mir bekannt vor. Wie gefällt er dir? Na? Das ist kein besonderer Schwanz, aber er gehört mir. Vielen Dank allerseits. Ich wünschte, der 100 Morgenwald wäre wieder so, wie er vorher war. Ja, puh, da sind wir gerade voll dabei. Bald ist der 100 Morgenwald wieder so, wie er vorher war. Ja, hallo Eule. So, und unser Item wandelt sich jetzt wieder um, ne? Die verlorene Seite. Und in welches Item? Die Kraft der Zeit. Stopp wurde zu Stoppra. Okay. Wir haben den Stoppzauber jetzt höher gelernt. Ich werde es trotzdem mal versuchen, die 50 Meter da knacken. Das schaffen wir ja. So, mal sehen, wie es IA jetzt geht. Ich glaube, Puh möchte schaukeln. Ich rede gerade mit IA. Ja, okay. Alles klar. Drücke R1 um den Moment, um hochzuschaukeln. Ach, Eule macht diesmal nix, oder was? Doch. Herr Eule, gib doch das Timing dann an. Ist doch langweilig dann. Ach so, weil ich glaube, wenn ich da unten bin, gibt Eule. Ich baue mein Haus lieber da, wo Puh nicht landen wird. Ich glaube, wenn ich hochgehe zu Puh. Oder musste man das nochmal kaputt machen, um ihn jetzt. Weil er flog jetzt gerade schon wieder nur 21 Meter, ne? Lass uns schaukeln, in Ordnung, und gucken, ob es jetzt geht. Oder ob Eule uns immer noch hilft. Nee, die hilft uns doch immer noch. Okay. Wie kann man denn den Winkel, Puh, genau zweimal perfekten Anschwung geben? Warten, bis die Schaukel deutlich abbremst. Verstehe ich jetzt nicht. Ist sein Bug nicht dreimal hintereinander machen, sondern nach dem zweiten Mal eine Pause. Boah. 47 Meter fliegt er. Nach dem zweiten Mal eine Pause anlegen. Alles klar, ich probiere es jetzt nochmal. Den einfach mal richtig weit katapultieren. Und dann wieder zweimal anschubsen und wieder warten. Summiert sich. Ah. Zweimal, dann eine Pause, dann wieder zwei. Alles klar, okay, gut. Nehmen wir mal.
Hä? Das ging gerade irgendwie nicht. Ich habe gerade eine Pause gemacht. Oder zählt das erste Anschubsen auch schon als Anschubsen? Ich habe gerade ja einmal nochmal angeschubst. Okay, dann nochmal. Zähle ich mal das erste mit dazu. Okay, hier 1. 2. Eins. Zwei, dann fliegt er schon. Er ist so steif, als man ins Wasser fällt. Das ist richtig bescheuert. So, wir warten jetzt erstmal, bis er hier ein bisschen Schwung nachlässt. Bonk. Achso, warten, bis die Schaukel deutlich abbremst. Okay, dann machen wir es nochmal. Zweimal perfekten Anschwung geben, warten, bis er abbremst. Okay. Okay, Moment. 1. 2. Jetzt warten wir, bis er deutlich abbremst. Na, bremst mal ab. Irgendwie will ich nicht abbremsen, wie mir scheint. So, ich probiere es jetzt noch einmal. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Man muss aber selber nochmal R1 drücken, um halt Sora zu spät den Anschubsbefehl zu geben, weil sonst bremst die Schaukel nicht ab. So habe ich das gerade gesehen. Ich probiere es jetzt noch einmal. Dann dürfen wir ihn jetzt richtig weit wegschleudern können. So, jetzt los aber. Jetzt geht's los. Bup. 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 So, jetzt aber.
Ja, ich mache das ja mit Absicht, dass er in die Leere greift. Zack. Aber wie gesagt, das muss man erst erzwingen, das muss man selber machen. Wenn ich nämlich nichts drücke und nur warte, passiert gar nichts. Ich kann es ja mal zeigen. Ich drücke jetzt mal nichts und Pooh behält ja diesen Anschwung. Guck. Der wird nicht langsamer. Erst wenn ich jetzt, pass auf, wenn ich jetzt hier so ins Leere greife, jetzt verliert der erste Anschwung. Pass auf. Guck, da. Es geht nämlich nicht anders. Es steht da irgendwie nicht drin oder ich habe das nicht gelesen. Dass man hier erstmal daneben greifen muss, absichtlich. Bevor er den Schwung wieder verliert. Und wupp. Zack. So, jetzt müsste es ja funktionieren. Jetzt müsste er 50 Meter weit fliegen. Los, Pooh! Oh, 72 Meter ist er geflogen. Eieiei. Ja, wir haben es jetzt aber geschafft. 72 Meter, Pooh. Ja, Shadow, ich gebe dir ja nicht die Schuld, ne? Weil Shadow meint jetzt im Chat, ja, das stand ja nicht im Internet, sowas kann ich ja nicht wissen. Aber du klärst ja wieder alles. Gut gemacht, Martox. Ja, danke. Nee, ich weiß, dass du dafür nichts kannst. Das ist bloß so verwirrend, wenn da sowas drinsteht und das funktioniert aber gar nicht so. So. Wie wir sehen, wir haben schon viel freigeschaltet. Jetzt ist diese Seite hier auch frei. Fehlt nachher noch diese Seite. Das heißt, die vorletzte Seite. Mal schauen, was hier so vor sich geht. Eine Lichtung voll mit Baumstümpfen. Hineinschauen. Na klar,